kann nicht wahr sein. Hast du es gesehen? Was dort unscharf über den Computermonitor der Robbenstation Warnemünde flimmert? Ich glaube, das ist ein Orca. Sind das wirklich die ersten Bilder eines Orca-Wals in der Ostsee? Nein, es ist eine der verrückten Drehbuchideen für die Rostocker Science Soap Sturm des Wissens. Kamera läuft. Und set. Und bitte. Eine Seifenoper mit 5 Folgen um Liebe, Intrigen, Herz und Schmerz, wie es sich gehört. Und mit Lust auf Naturwissenschaften. Die Idee zu diesem Format hatte Professor Uwe von Lukas vom Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung. Wir haben so ein Brainstorming gemacht, was gibt es denn überhaupt so an klassischen Seifenopern, die haben wir an die Tafel geschrieben. Wir haben dann überlegt, was steht denn eigentlich für Rostock, was wollen wir so transportieren. Das heißt, es musste irgendwo Wissenschaft, Science mit rein in den Titel, es sollte aber durchaus schon direkt aus dem Titel der Bezug zu einer klassischen Seifenoper deutlich werden. Und da wurde dann in einem kreativen Prozess Sturm des Wissens geboren. Rostock hat ja alles zu bieten, was eine Seifenoper braucht. Gute Geschichtenerzähler, Schauspieler, Kameramänner, Regisseure, Cutter, Filmlocations, Produzenten und das Meer. Schließlich spielen alle guten Filme an der See. Und wenn man Glück hat, spielen auch die Robben der Robbenstation in Hohe Düne richtig gut mit. Die Robbenstation spielt eine Schlüsselrolle, weil eine unserer Figuren hat hier ein Praktikum und lädt ihre Freundin Nele ein und die streicheln die Robbe und haben dann plötzlich Barthaare von der in der Hand. Und diese Barthaare sind für diese Robben wichtig, dass die sich unter Wasser auch besser orientieren können. Und die denken jetzt, diese Robbe ist krank oder irgendwas ist passiert und sie haben es der Chefin nicht gesagt. Na, das hört sich doch schon mal prima an. Aber natürlich ist es mit einer Geschichte nicht getan. Die Dramaturgin und Autorin Janni Fuchs verknotete etliche Handlungsstränge und Drehorte miteinander. Schließlich soll die Serie nicht nur Lust auf Naturwissenschaften, sondern auch auf ein Studium in der Hansestadt Rostock machen. Das nötige Fachwissen um die Produktion kam vom Institut für Neue Medien. Die Kooperation der Rostocker Schule lieferte eine Crew mit Kreativität und Lust auf Film. Und die Schauspielsparte der Hochschule für Musik und Theater hat im 3. Studienjahr ohnehin einen Filmkurs im Lehrplan stehen. So kam alles für diese Low-Budget-Produktion zusammen und so wurde aus der Studentin Katharina in der Filmwirklichkeit die Praktikantin Julia. Julia ist so eine ganz liebenswerte Chaotin, die sich aber nie für irgendwas entscheiden kann und die überall immer so ein bisschen reinschnuppert, vielleicht irgendwie eigentlich Schauspielerin werden will und sie weiß es nicht. Und jetzt macht sie in der Serie ein Praktikum auf dieser Robbenstation, wo wir hier gerade sind. Und ja, stellt sich aber ziemlich ungeschickt an. Ganz wie nebenbei jagt die Geschichte mit den Charakteren und natürlich mit ihren Zuschauern durch viele spannende Einrichtungen der Universität Rostock. Viele Sponsoren haben sich zusammengetan, um diese preisgekrönte Idee zu verwirklichen. Vor einem Jahr landete das Projekt bereits im Finale des bundesweiten Marketingwettbewerbes Stadt der Wissenschaft. Die Serie Sturm des Wissens wird im Herbst auf MV1 zu sehen sein und natürlich im Internet.